Servus zu Barbecue aus Franken. Heute machen wir was, was viele Kollegen auch schon gemacht haben. Muss ich mich auch immer dran wagen, die ganze Geschichte. Wird ein riesen Hype drum gemacht. Das sind die Hamburger Buns nach dem Rezept von Jörn Fischer. Und ich muss sagen, der Hype ist berechtigt. Das Ding ist wirklich ganz klasse. Wie wir das gemacht haben, das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz im Video an. Das sind jetzt alle Zutaten, die wir brauchen für unsere Hamburger Buns nach Jörn Fischer. Und zwar ist das einmal 180 Gramm Milch. Achtet jetzt bitte drauf, dass das mindestens 3,5% sind. In dem Fall habe ich jetzt 3,8%, also optimal. Darf auch mehr sein, kein Ding. Dann brauchen wir 40 Gramm Butter. Wir brauchen 330 Gramm Mehl, aufgeteilt auf einmal 150 und einmal 180 Gramm. Wie es dann funktioniert, sehen wir jetzt dann später im Anschluss. Dann brauchen wir 15 Gramm von dem Zucker. Wir brauchen 5 Gramm Salz. Wir brauchen einen halben Hefewürfel. Und wir brauchen dann ein Ei, das müssen wir noch verquirlen. Tja. Das war es an und für sich schon, Küchenmaschine dazu und dann geht es eigentlich schon los. Der erste Arbeitsgang ist der Zucker und die Butter und die Milch zu erwärmen. Das können wir jetzt zusammenschütten und nachdem ich leider keinen so Thermomix habe wie so mancher Kollege, muss ich mich damit behelfen, dass ich es ganz kurz in die Mikrowelle packe. Wichtig wäre so 37 Grad warm erhalten. Ich packe es mal in die Mikrowelle und dann sehen wir es gleich wieder. So, in der Zwischenzeit können wir schon mal das Ei verquirlen. So, Butter, Milch und der Zucker, die waren jetzt in der Mikrowelle, so eine Minute. Jetzt sind sie warm, wir haben eine Körpertemperatur, haben jetzt diese 37 Grad, da fühlt sich auch die Hefe am wohlsten. Wie kriegen wir es raus? Relativ einfach, ihr tunkt kurz mit dem Finger ein und haltet es euch an die Lippe ist so der empfindlichste Teil vom Körper. Und wenn ihr es da dann warm spürt, dann habt ihr schön die 37 Grad. Da kommt ihr dann ungefähr hin. Das Ganze geben wir jetzt in die Rührmaschine und dann geht's weiter. So, alles beieinander, was wir jetzt erstmal brauchen. Dann Maschine zu und laufen lassen. Das braucht jetzt ungefähr so 10-15 Minuten. Wir geben dann so nach und nach immer die restlichen 180 Gramm Mehl so löffelweise dazu. Halt, wir dürfen eins nicht vergessen. Etwa 2/3 von dem klepperten Ei, wieder dran gesagt, aufgeschlagenen Ei, gehen wir gleich mit rein. Den Rest brauchen wir dann später zum Bestreichen. So, der Teig ist jetzt 10 Minuten, na, fast eine Viertelstunde gelaufen. Der ist sehr weich. Wir holen ihn jetzt einmal raus und dann geht's weiter. Jetzt haben wir den Teig aus der Schüssel befreit, haben mehlige Unterlage. Der Teig ist sehr weich, sehr fluffig. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt teilen wir das Ganze einfach mal in sechs Stücke auf. Haben wir richtig zählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein bisschen ungleich. Das kriegen wir noch. So. Und die Teiglinge müssen wir jetzt schleifen. Wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt gleich an. Dazu tun wir einfach den Teig ein bisschen nach innen schleifen quasi. So, und jetzt könnten wir das so weitermachen. Ich bin aber Bäcker, ich schleife die Teiglinge so. So, das merkt man schon, das haben wir im Gefühl. Jetzt fangen wir das Pappen an. Wir kriegen einen schönen Schluss unten. Einwandfrei, sieht schön aus und das kann schon mal aufs Backblech. Einfach nach innen falten. So. Sieht's aus. So, die haben jetzt fertig da, die ganzen Teiglinge. Liegen jetzt auf dem Blech. Dürfen jetzt da 45 Minuten, also dreiviertel Stunde, dürfen sie jetzt da ein wenig warm stehen und dürfen da ein wenig aufgehen. In den Ofen heizen wir dann vor auf 200 Grad, Ober- und Unterhitze, keine Umluft, brauchen wir nicht. Und ja, bis in 45 Minuten, dann schieben wir es ins Rohr.
So, die Hamburger Buns haben jetzt so 45 Minuten ruhen dürfen, sind ein bisschen aufgegangen. Ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber gut, vielleicht war die Hefe nicht mehr so toll. Wir haben noch ein Drittel von dem Ei und damit bestreichen wir jetzt einfach die Teiglinge. So, alle sind eingestrichen, mit dem Ei eingestrichen und jetzt geht es bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 12 Minuten in den Backofen. So, viel Spaß im Warmen. So, exakt 12 Minuten sind rum bei 200 Grad. Jetzt raus damit. So, frisch aus dem Ofen. Schauen richtig lecker aus, die Teile. Was ist denn jetzt ein bisschen aufgegangen? Ich nehme das zurück mit der Hefe. Ja, Unterboden passt auch. Sehr schön, aber noch richtig heiß. Jetzt lassen wir es abkühlen und dann probieren wir mal eins. So, nun sind sie abgekühlt, unsere Burger Buns nach Jörn Fischer Rezept. Schneiden wir mal einen auf, dann werden wir mal sehen, wie sie innen ausschauen. Also ist noch leicht warm. Machen wir es okay. Wow, das sieht ja mal gut aus. Also richtig schön fluffig innen alles. Und oh, das riecht richtig gut. Also das ganze Brötle ist richtig weich. Das sieht man, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera jetzt sieht. Das kann man richtig zusammendrücken. Und es geht wieder in seine Ursprungsform zurück. Also ich freue mich aufs Probieren. Ich mag es jetzt bewusst noch nicht, weil das schöne Brötle möchte ich nicht einfach abbeißen. Ich habe da noch was am Grill. Das kommt dann heute Abend drauf. Und dann lassen wir es schmecken. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen zu den Hamburger Buns nach dem Rezept von Jörn Fischer. Ich finde es auf jeden Fall ganz klasse. Der Hype ist berechtigt. Das Ding ist absolut gut. Wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir das gemacht haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben und vielleicht einen netten Kommentar. Und ich würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere YouTube-Abonnent dazukommt. Und wir sehen uns dann bald wieder bei Barbecue aus Franken. Tschüss, euer Sven.